Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ratchet & Clank. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir das Schnabelmonster besiegt haben. Und Drax Lena aufgedeckt. So, hier haben wir noch eine Holokarte. Oder ein Kartenpack. Ich bin gerade unsicher. Ja, eine Karte. Skizzladen. Okay. Ja, fehlen uns noch ein paar Karten. Hier haben wir schon die erste Rage-Waffe, glaube ich. Oder Rede-Waffe. So. Schutzschirm. Können wir zurück? Hey, ich wette, die Schutztruppen könnten Düsenpacks gebrauchen. Sollen wir versuchen, auf Gaspar welche zu bekommen? So eins wollte ich schon immer. Wenn du eins besorgst, kann Hilaris noch mehr für die Schutztruppen bauen. Hiermit erhältst du den total ungefährlichen Auftrag, ein Düsenpack zu beschaffen. Captain Quark muss fliegen wie ein Vogel. Ja, okay, Captain. So, allerdings möchte ich hier noch einmal durch. Weil wir da ja noch einen anderen Weg hatten, den wir nicht gegangen sind. Ratchet, pass auf! Ich glaube, ich muss nicht mehr aufpassen. Wir haben ja schon alle Gegner erledigt. Allerdings sind wir hier noch nicht lang gegangen. Beziehungsweise haben wir das Schloss nicht aufgeschlossen. Okay. Das ist einfach. Du machst das klasse, Ratchet. Weiter so. Ich hab dich immer genau im Auge. Auf keinen Fall. Der war voll im Aus. Augen auf, Shiri. Ich glaube nicht, dass er uns die ganze im Auge hat. So, müsste auch wieder eine Riedel-Karte sein. Riedel 3. Okay. Kartensatz. Okay. Aber wie ihr wisst, das sind die von alten Ratchet & Clank Teilen. Die ich nie gespielt habe, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Zurück zum beim Ausgang. Du kommst immer wieder her, weil ich so charmant bin, stimmt's? Nee, eigentlich weil ich meine Waffen aufbessern möchte. Lass dir Zeit! Nein, wirklich! Das wollte ich beim letzten Mal nochmal aufbessern. Ne, beim letzten Mal habe ich Mr. Sorkon aufgebessert. Ich glaube, jetzt bessere ich mal die Waffe hier auf, da wir hier noch ein Geheimnis haben. Dann können wir Verflaten abhauen. Wo sollen wir hin? Wir müssen herausfinden, was Nefarius auf Gaspar vorhat. Ich glaube, da sollten wir auch hin. Vielleicht finden wir ihn.
In Ordnung. Besorgen wir dir ein neues Düsenpack. Ratchet träumte davon, auf dieser Grindschiene zu gleiten. Und das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Naja, die haben wir nicht. Und wir haben scheinbar doch noch nicht alle Waffen. Okay, darauf hätte ich auch kommen können, weil wir hier im Waffenrad nicht alle Plätze belegt haben. Da fehlen schon noch ein paar. Ratchet wird Verwendung für diese Tankstelle haben, sobald er das Düsenpack hat. Ja, okay, das heißt, ich komme ja gerade nicht weiter. Nefarius hat hier eine ganz schöne Operation am Laufen. Das kann man wohl sagen. Sehen wir uns hier mal um, ob wir was finden. Okay, dann haben wir jetzt aufs nächste Level gebracht. Ah, Leben wird leider nicht eingezogen automatisch. Verstärkte Tür. Warum ist alles aus Metall hier immer extra dick? Diese Beleidigung werde ich überhören. Das sind die Momente, für die mich nur zugelegt. Naja, das ist Sockham, du sagst das. Das werden wir noch sehen. Die Tür darf schießen. Hör auf, auf meine Türen zu schießen! Die sind eine Sonderanfertigung! Ja, ist mir egal, was die sind. Wir stehen mir im Weg. Wenn du tapfer geschafft warst. So, nach hier oben. Nicht dazu kommen kann mich zerstören. Das sind die Momente, für die Mr. Zukon lebt. Flieh und sag deinen Freunden, Mr. Zukon will vernichten. So leben diese Schwachköpfe noch. Schickt alle Angriffstruppen in Sektor 3 und erledigt sie, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ah, verdammt. Ich hab
Dachte mir vielleicht irgendwo noch Heilung. Aber dem war ja nicht so. Jetzt hat das letzte Stück eingeschlagen. Du hast gedacht, mit Mr. Zorkon den Rest aus. Nur zu verstecken, dumme Alien. Zorkon wird euch doch nur zerquetschen. Du bist noch dumm. Oh, Mr. Zorkon ist level up. Okay. Ja, da hatten wir wirklich noch Leben. Habe ich schon mal vorhin übersehen. Ratchet, Achtung! Da kommen noch mehr Kampfbots. Sollen wir nicht kommen? Ich habe keine Angst vor dem. Verdammt. Wurden wir leider auch von hinten angegriffen. Mr. Zorkon will vernichten. Mr. Zorkon haut dir mitten ins Gesicht mit Kugeln. Sein Kunstalien, das Martin sein wird. Transporter im Anflug. Toll. Noch mehr von denen. Anrückende Gegner geordnet. Trifeldschloss. Um es zu umgehen, muss das Duo alle drei Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Okay, das klappt. Wir sind doch nur zu zweit. Beziehungsweise nein, wir sind doch schon dabei. Ratchet träumte davon, auf dieser Grindschiene zu gleiten. Und das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Cool! Grindschuhe! Und okay. Überraschenderweise fand Ratchet genau an diesem Ort ein glänzendes neues Paar Grindschuhe. Ratchet sprang mit seinen Grindschuhen an den Füßen auf die Schiene. Wow! Ja, das klappt doch gut. Da haben wir die Schuhe hier zufälligerweise gefunden. Auf der Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. Ja, das werden wir auch gleich machen. Siehst du was, das dir gefällt? Moment. Machen wir uns so ein Hammer. Mach gerne Mr. Zorkon dabei. So mächtig. Munition voll. Und dann grinden wir hier weiter. Ratchet sprang ganz cool auf die Schiene neben ihm. Ganz cool.
Ich orte Versaminen voraus. Solange es nichts Tödliches ist. Mr. Zurkon will vernichten. Hatte ich mich mal vor Mr. Zurkon gewarnt? Ich glaube, die hat niemand gewarnt. Zu verstecken, dumme Aliens. Mr. Zurkon will euch doch nur zerquetschen. Hallo, dumme Aliens. Wo genau? Keine Angst, ich bin ein Freund. Ich weiß, wie ihr seid. Ihr seid der Lombax und der Comfort aus den Nachrichten. Ha, und du bist der gesichtslose Scherge, der mit Drake die Galaxie terrorisiert. Das mache ich nur tagsüber. Meine wahre Passion ist die Laienneurowissenschaft. Ich sammle hobbymäßig Telepathobus-Hirne. Und zwar seit ungefähr einem Jahr. Du sammelst Hirne als Hobby? Ich begebe mich mal auf dünnes Eis und sag, du bist Single. Hirne zu studieren ist eine ehrenhafte Aufgabe. Hätte ich Zugriff auf die übersinnlichen Fähigkeiten dieser Telepathobusse, wäre ich in der Lage, eine Armee aufzustellen. Dann werden wir sehen, wer glaubt, mein Essen aus der Büroküche klauen zu können. Ich meine, ich kann der gesamten Blaggemeinschaft einen Dienst erweisen. Also, wenn du mir ein paar Telepathobus-Herne beschaffen würdest, dann gebe ich dir dieses Düsenpack. Ja, okay. Kisten? Du verschwendest Mr. Zurkons Zeit mit Kisten. Ja, Mr. Zurkon, wir haben dich ja eh schon abgehört, dass du länger dort bist. Das heißt, wir müssen Hirne suchen. Hirne findest du wachsen? Ah, das ist ja ekelhaft. Du hast eins. Sehr gut. Erledigt. Mr. Zurkon kommt nicht in Frieden. Erinnerst du dich an Mr. Zurkon? Ein kleiner, zwei kleine, erledigte Aliens. Vier kleine, fünf kleine, erledigte Aliens. Mr. Zurkon haut dir mitten ins Gesicht mit Kugeln. Ja, Mr. Zurkon. Was ist doch klar, jetzt hast du den Schrank. Ich hol die ja schon. Da wird sein Hirn. Ich glaube, das da hinten ist ein ausgewachsenes von denen. Eklig. Mein Fell riecht schon ganz komisch. Dass bald tot sein wird. Geschafft! Komm zurück! Das Düsenpack gehört dir! Ja, ich hol's mir gleich. Bisschen Heilung. Wie abgemacht. Bitte sehr. Ich sage dir was. Ich habe ja einen streng geheimen Drug Industries Infobot. Wenn du mir noch ein paar Hirne bringst, wäre ich bereit, ihn herzugeben. Du bist echt von Hirnen besessen, oder? Ja, bin ich.
Und mit diesem Düsenpack wurde Ratchet zur fliegenden Geißel der tausend Welten. Oder zumindest war das Pendeln jetzt etwas leichter. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt einfach ist. Inaktivitätsprotokoll. Weitere Inaktive zu Accounts können verstaut werden, ohne dass ein Kampf ausbricht und die Munition wird erhöht. Okay. Ah, Mr. Socken ist schon ein tolles Teil. Dann haben wir nochmal einen Bonus zu Faritanium. Das Telepathobus-Hirn ist ein erstaunlich komplexes Organ. Vielleicht werde ich einen Artikel darüber schreiben. Macht das. Allerdings, glaube ich, werde ich ein paar Nischel auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn ihr es aushalten könnt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ratchet & Clank wieder. Ciao.